Ja, einen schönen guten Morgen. Brauche ich eigentlich gar nicht wünschen, gell? Wir haben ja. Ne? War gerade eben noch auf der Terrasse draußen gestanden, muss ich ganz ehrlich sagen, gell? Wenn man dann so diese herrliche Umgebung sieht und den schönen Tag, dann fällt es einem vielleicht auch ein bisschen schwer, jetzt über ein Thema zu reden, was da eigentlich ganz konträr dazu ist. Ne? Also besser hätte jetzt der Regen gepasst. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass der Nebel, ne, so hatte ich ja den Vortrag gestern ja auch betitelt und auch heute den zweiten Teil, der Nebel um die Wahrheit. Der Nebel hat sich gelüftet da draußen und ich denke, ein bisschen Nebel hat sich auch schon gelüftet bei euch nach dieser ersten Stunde und schon 1,5 Stunden waren es ja. Und jetzt wollen wir einfach mal mit dem zweiten Teil hier wieder einsteigen. Ja, es ist ja so, dass wir, so wie wir es gestern auch gehört haben bei der Jugend, ne, wo es auch um Verführung ging, genau um dieses Thema geht es ja im Grunde hier auch. Es geht darum, dass ja, Kräfte versuchen, die Menschheit, die Menschen zu verführen. Nicht speziell jetzt die Christen, das Thema kommt dann auch, ja, aber hier geht es ja eigentlich darum, dass alle verführt werden und dass wir als Christen, die wir auch auf dieser Erde hier leben und Teil dieser Menschheit sind, eben da auch mitverführt werden, wenn wir nicht aufpassen. Wichtig ist deshalb, generell, wenn es um Verführung geht, ist es ja wichtig, dass man weiß oder dass man seinen oder den Feind kennt. Ja? Denn wenn man es nicht kennt, wenn man nicht weiß, was überhaupt abläuft, dann tappt man einfach in eine Falle rein, weil man die Falle gar nicht als solche eben erkennt. Und darum soll es ja auch gehen, ja, in den Vorträgen oder auch in der ganzen Konferenz hier, ne, in der Endzeitkonferenz, wo es dann letztendlich auch, ja, sagen wir mal, immer das im Mittelpunkt stehen soll, dass wir lernen, dass wir, ja, Erfahrungen austauschen von Dingen, die uns bedrohen in dieser Endzeit. Und wenn wir die erkennen können, dann haben wir auch, sagen wir mal, den Wegweiser letztendlich an der Hand. Wenn wir den Feind erkennen, dass wir durch diese Endzeit auch gut hindurchkommen. Darum geht es ja. Und ja, jetzt haben wir ja dahingehend gestern betrachtet, diese Agenda 2030. Und das ist diese Agenda, in der wir jetzt leben. Das haben wir ja erkannt, ne, mit den ganzen Zielen und so weiter, die jetzt schon an der Umsetzung sind. Das heißt, wir als Menschen auf dieser Erde leben momentan mittendrin in dieser Agenda. Das ist also nichts, was vielleicht irgendwann kommt und wo man aufpassen müsse, dass wenn es kommt, ne? Nein, wir sind schon mitten darin. Und es ist auch letztendlich diese Agenda, die da von der UN und von allen Ländern letztendlich ratifiziert wurde, nicht offiziell per Gesetz oder Staatsverträgen, aber per Zustimmung. Ja, und diese Agenda, in der, wie gesagt, leben wir jetzt und mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Denn diese Weltregierung an sich ist schon da. Ja? Auch wenn in der Presse und irgendwo immer das noch als Verschwörungstheorie dargestellt wird, ja, dass es Gruppen gibt, die eine Weltregierung gründen wollen. Sie ist ja schon da. Ja? Und lasst euch da also da nicht verunsichern, ja, wenn da jemand das in diese Richtung nicht glaubt. Ja. Aber sie ist halt hinter einem Nebel verborgen und deswegen war das ja auch so benannt, ja, dass wir das nicht immer gleich erkennen können als eine solche Verführung. Ja, jetzt hatten wir gestern zum Abschluss auch nochmal, deswegen habe ich den Vers ja auch gerade nochmal dagelassen, habe ich auch nochmal bemerkt, ja, und dessen sollen wir uns auch immer bewusst sein, dass der allmächtige Gott, ja, und Jesus Christus eben alles in seiner Hand hält. Dass er derjenige ist, der die Heilsgeschichte, die Menschheitsgeschichte, die Weltgeschichte, ja, bestimmt letztendlich und Dinge eben zulässt. Und er hat uns in seiner Schrift eben auch auf viele Dinge hingewiesen, die da kommen werden in der letzten Zeit. Und das auch als Warnung für uns. Und aber letztendlich hat er uns aber auch viel an die Hand gegeben, gerade im Buch der Offenbarung, dass wir dort auch erkennen, dass wir ja, selig werden. Dass wir selig werden, heißt ja auch, wenn wir die Offenbarung, diese letzte Schrift lesen. Viele machen das gar nicht, ja, weil sie Angst haben, weil sie denken, da stehen so fürchterliche Dinge drin. Aber dieses Buch ist ja zum Segen geschrieben, ja, weil es ja ein gutes Ende hat. Ja, zum Ende ein Happy End, würde man jetzt sagen, ja, in der modernen Sprache. Denn am Ende, ja, wird alles gut werden für diejenigen, die bei Gott sind. Ja, das ist die Hauptaussage der Offenbarung. Ja. Aber wir müssen durch diese schweren Zeiten eben auch hindurchgehen und Gott hält alles in seiner Hand. Wollen wir uns also
nochmal eben diese 17 Punkte, diese, die über diese Agenda eben stehen, mit der wir uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ja auf unser rechtliches Leben letztendlich auseinandersetzen müssen. Denn die werden nicht mehr zurückgenommen. Die werden nicht mehr zurückgenommen. Das ist jetzt der Fahrplan, nach dem es geht. Und das muss uns bewusst sein. Und wir haben ja gestern auch alle 17 Punkte nochmal angesprochen, sind durch alle 17 nochmal durchgegangen. Und ich möchte einfach auch jetzt nochmal hier kurz nochmal ansprechen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Das heißt, da werden wir auch viele Dinge jetzt gerade wiedererkennen, auch in unserem eigenen Leben oder in unserem eigenen Umfeld, die schon umgesetzt sind, ja, oder die schon sichtbar sind. Manche Dinge sind noch im Hintergrund, aber manche sind ganz klar im Vordergrund und wir können sie erkennen, weil da laufend dran gearbeitet wird. Und so wollen wir einfach mal kurz jetzt auch noch mal so ein paar aktuelle Punkte durchsprechen für die dieser Ziele und wollen dann auch nochmal auf den Hintergrund eingehen und auf übergeordnete Ziele, die auch nochmal dahinter stehen, die jetzt da nicht so propagiert werden, sondern die im Hintergrund dann ablaufen. Das ist das Thema dann für heute, für den zweiten Teil. Ja, und letztendlich dann auch natürlich dann zum Abschluss dann noch, wie wir letztendlich als Christen darauf auch reagieren sollen. Das heißt, wie wir uns verhalten sollen, was sagt uns da die Schrift und worauf müssen wir achten in unserem Leben, ja, damit wir, wie gehen wir mit diesen Dingen um, ja, was auch jetzt wichtig ist in dieser Zeit mit dem Virus, ja, wo wir auch nochmal drauf zu sprechen bekommen, was der jetzt wiederum mit dem, mit den Zielen hier zu tun hat. Also ganz aktuell wird es jetzt. So. Wir haben bei dem Ziel 1, das war ja hier Poverty, das hier steht das alles noch in Englisch, die gibt's auch gar nicht in Deutsch, glaube ich, es wird alles in Englisch propagiert. Poverty heißt Armut, das war die Bekämpfung der weltweiten Armut und hier haben wir ja in den letzten Jahren etliches gesehen, was da schon, sagen wir mal, eingetroffen ist oder angeleiert wurde, zum Beispiel die Ankündigung oder die Realisierung schon, ne, von digitalen Währungen. Das heißt, es sind digitale Währungen, also Bitcoin und wie sie alle heißen. Ja, Bitcoin war die erste. Inzwischen gibt es ja weit über 2000 digitale Währungen. Und daraus kann man auch schon sehen, ja, dass es, dass wir in dieser Richtung hingehen, eben auf einen digitalisierten Weltstaat, wo nicht nur die Währung digitalisiert ist, sondern, wie wir es gestern gehört haben, in den Zielen alles letztendlich digitalisiert wird, weil alles wird nachher in diese Technologie mit reingenommen und wird bewertet dann und kann dann getauscht, gekauft und verkauft werden. Das Ganze basiert auf dieser sogenannten Blockchain-Technologie. Die ist also in vielen Firmen auch schon implementiert und da wird schon mitgearbeitet. Es wurde übrigens auch schon eine solche digitale Währung jetzt eingesetzt in einem Fall, weiß es vielleicht jemand? Ein Land hat eine solche digitale Währung eingeführt und zwar zur Notfallbekämpfung Südamerika, oder Mittelamerika vielmehr, Venezuela war das. Ja. Venezuela hatten wir ja eine Hyperinflation, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen aus der Presse, ja, das lief vor 2 Jahren und dort wurde dann der sogenannte Petro eingeführt. Es ist eine digitale Währung, um eben auch als Reaktion auf diese Hyperinflation, dort wurde die Währung in Venezuela ja komplett wertlos, das Geld war wertlos. Ja. So wie wir es kennen von 1923, 1948, ja, das haben dann die Getränke und so weiter, haben da Millionen, Milliarden gekostet. Ja. Das Geld war einfach wertlos, das Papiergeld. Und auch unser Papiergeld generell in der Welt, es wird auch wertlos werden. Das hat Voltaire damals schon gesagt, das Papiergeld wird letztendlich zu seinem wahren Wert zurückkehren und der ist einfach null. Es ist einfach nur ein Stück Papier. Wenn ihr mal auf euren Euroschein draufschaut, da werdet ihr nirgendwo etwas finden, dass der eintauschbar ist oder das gegen wahre Werte. Ne? Dieses Geld lebt eigentlich nur noch vom Vertrauen letztendlich, das die Menschen haben. Und wie wir auch wissen, wurde das ja auch aufgeblasen. Ja, wir haben ja Billionen und Aberbillionen von Papiergeld und es wird jetzt im Zuge der Krise hier nochmal oder ist schon ja nochmal aufgepumpt worden. Ja, diese ganzen Finanzblasen. Das heißt, die Geldmenge wird immer mehr, immer mehr. Die Warenmenge dagegen wird immer weniger.
Darauf laufen wir jetzt hin. Ja. Das heißt, auch jetzt in der Krise ist ja viel weniger produziert worden. Ja. Und dafür ist das Geld, die Geldmenge nochmal angestiegen. Also das heißt, die Schere geht nochmal ganz gravierend auseinander. Ja. Und das wird also letztendlich darauf hinlaufen, dass wir auch hier in der westlichen Welt massive Inflation bekommen werden. Das muss uns jetzt schon klar sein. Ja. Das heißt also, eine große Krise, ne, die große Krise, die Rockefeller damals sich herbeigewünscht hat und an der er auch ja gearbeitet hat, mitsamt seinen ganzen anderen Kumpanen, sage ich mal, ja, die mit ihren Monopolen hier und mit ihrem Geld die ganze Welt letztendlich auch beeinflusst haben. Und jetzt sind sie auf der Zielgeraden und deswegen auch diese Ziele hier. Ja, beim Ziel 2 war das über den Hunger. Da hat man jetzt relativ wenig gehört. Wir haben viel Hunger auf der Erde. Ja, dort darüber hört man nicht viel. Man weiß es nur, ne, dass es Länder gibt und dass jeden Tag, jede Stunde, auch in dieser Stunde, wo wir jetzt hier zusammensitzen, Tausende von Kindern, Tausende von Menschen eben verhungern. Das ist einfach ein Fakt schon seit Jahrzehnten und ja, also hier, das ist ein Ziel, das eher, sagen wir, zurücksteht momentan, wird nicht so propagiert. Der Status quo ist da, ja, aber er verändert sich momentan nicht. Ziel 3, ja, da sieht schon ganz anders aus, da geht es um die Gesundheit. Und da ist in den letzten Jahren massiv etwas passiert, insbesondere in Form von diesen Impfungen. Ja. Nicht nur jetzt, weil es das große Thema ist für die Corona, sondern auch davor schon. Ja. Also das heißt, in Deutschland wurde ja zum Beispiel eine Impfpflicht eingeführt. Für? Masern zum Beispiel. Ja. Das sind dann immer kleine Schritte. Man nimmt einfach ein Ziel raus und da wird eine Pflicht, dann wird ein Gesetz daraus gemacht, das dann letztendlich, das Gesetz gilt dann generell nicht nur für dieses eine, sondern das kann natürlich dann auch auf alle anderen Dinge ausgebreitet werden. Wenn es schon mal ein Gesetz irgendwo gibt, dann ist der Weg letztendlich schon mal frei. Ja, das gilt für alle diese Bereiche, die wir hier angesprochen haben. Die Gesetzlosigkeit kommt aus dem Gesetz. Die wird dort zementiert, die wird dort in Gesetze gegossen und dann kann man nichts mehr dran machen. Ja? So ist es hier bei diesem Ziel natürlich auch. Also Zwangsimpfungen, der Weg ist schon geebnet und jetzt haben wir ganz aktuell natürlich diese Viruspandemie, diese Virusdiskussion, die Diskussion über die Impfungen und so weiter. Auch da wird ja immer wieder propagiert, das kann nur dann verschwinden, wenn es eine Impfung gibt. Erst dann wird es zu Ende sein. Ja? Also wir kennen das ja alle, ne, durch die mediale Beschallung, ja, in dieser Richtung. Ja, Ziel 4, ne, da haben wir, das ist die Qualifizierung der Erziehung, ja, der Bildung. Und da ist es auch so, ne, dass da auch massiv Einfluss genommen wird. Das merken wir jetzt hier vielleicht nicht so unbedingt, ja, in den Schulen vielleicht schon, wer schulpflichtige Kinder hat, und auch mal in die Bücher der Kinder mal reingeschaut hat, wie die sich unterscheiden von seiner eigenen Schulzeit, der wird staunen, ja, denn dort sind diese ganzen Ideologien, die wir hier jetzt haben, alle schon in den Schulbüchern implementiert, ja. Also das geht los über diese Gender-Ideologie, ne, im Biologieunterricht, Evolution, ja, diese ganzen Dinge. Es geht aber bis in jedes Fach rein. Ja. Es heißt auch, die einfachsten Matheaufgaben werden so dargestellt, ne, dass da Beispiele gebracht werden, dass da eben, ja, eine Familie, ne, mit zwei Vätern hat dessen das Problem und will dann ein Haus kaufen und finanzieren und rechne mal diesen das aus. Ja. Also so unterschwellig wird es dann immer mitgemacht. Ne? Und das findet natürlich in den Entwicklungsländern noch viel, viel mehr statt. Das bekommen wir ja gar nicht mit. Ja? Dort werden die Kinder in den Schulen ausgerichtet auf die neue Weltordnung, so will ich jetzt mal sagen. Ja? Weil sie sind ja die Generation, die jetzt geboren wird, das sind ja diejenigen, die nachher in dieser Weltordnung leben und die diese Weltordnung auch in dieser Weltordnung arbeiten, ja, und die dort Politiker sein werden, die dort an entsprechenden Stellen sitzen werden und auch dieses Ding leiten werden, ja. Auf diejenigen wie uns jetzt, ja, wird wenig Rücksicht genommen. Wir sind ja in 50 Jahren nicht mehr da. Ja. Also man muss auch sehen, ja, diese Langfristigkeit dieser Ziele, ja. Wo wir sehen vielleicht bei uns, ja, sind diese PISA-Ergebnisse.
PISA, sagt euch vielleicht was, ne? Die PISA, ne? Das heißt, da wird immer gemessen, ja, wie, welchem Bildungsstand ein Land steht, ja. Da war Deutschland ja jahrelang führend oder mitführend, ja. Inzwischen sind wir ja unter ferner Liefen irgendwo. Das heißt, da hat die Qualität, ja, der Bildung bei den Kindern schon extrem nachgelassen, ja. Und wenn man einfach mal ja, in der Welt jetzt die Augen aufhält und mal guckt, was da so drumherum passiert, mit was sich die jungen Leute beschäftigen, wie sie ausgebildet werden und so weiter, dann ja, dann sieht man, dass da ein großer Unterschied ist, ne, zu vor 30, 40 Jahren. Ne? Und zwar ein Unterschied, es geht nicht bergauf, sondern bergab. Ne? Heutzutage kann ja kaum noch jemand richtig Kopf rechnen, wird alles ja durch die Digitalisierung, die tut ja auch ihren Teil dazu bei, ne? Da geht schon los mit so Kleinigkeiten, ja, oder auch Rechtschreibung, Katastrophe, ja, also wenn ich jetzt, ja, ich bekomme ja viel Post und muss viel lesen, ja, wenn ich da sehe, was da geschrieben wird, und es ist ein Debakel, ne? Es ist ein Debakel. Dazu kommen noch die ganzen fremdsprachigen Menschen, ja, oder die ausländischen Menschen, die reinkommen, die mit der Sprache gar nicht vertraut sind, ja, und da wird das Niveau ja nochmal schlechter, ja. Also es ist ein riesiges Gemisch letztendlich, und das ist auch beabsichtigt. Ja, es war die Erziehung, Ziel 5, ja, das ist die eines der Hauptziele. Da geht es jetzt drum um diese Gender-Ideologie. Es geht darum um die Gleichberechtigung angeblich, ja. Das wurde ja schon propagiert, ne, über den Feminismus, habe ich ja schon gesagt, über seit den 60er Jahren, aber in Wirklichkeit ist diese Zielsetzung schon noch viel älter. Ja. Und hier wird eben auch daran gearbeitet, dass eben über diese Gleichschaltung, ja, auf der einen Seite die Menschen auch gleich gemacht werden sollen, auch ausgerichtet werden sollen auf gewisse Ziele. Das ist die Gleichschaltung, die wird als positiv verkauft. Das war in der Französischen Revolution schon so. Die Gleichheit wurde da schon propagiert. Aber es hat auch noch einen ganz anderen Hintergrund, denn hier wird ein massiver Angriff auf die Identität des einzelnen Menschen praktisch gemacht. Das heißt, das göttliche, das biblische Schöpfungsbild wird komplett verdreht. Ja? Und die Bibel zum Beispiel auch als Sünde tituliert, die Homosexualität, ja, die wird in der Homo-Ehe wiederum legalisiert. Es wird also zum Beispiel gerade, was die Homosexualität betrifft, ist es so, dass ja hier dies massivst, ja, in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, vorangetrieben wurde. Obwohl, da muss man sich ja wundern, eigentlich diese Menschen, diese homosexuellen Menschen, gar keine Lobby haben in dem Sinne. Ja? Das sind ja nur ganz wenige. Und trotzdem wurde es aus allen Rohren, wurde da praktisch jetzt da, darauf eingegangen, ja, dass da was verändert werden muss. Ja. Das heißt, da ging es jetzt nicht um die Mehrheit der Menschen, sondern es ging um eine kleine Minderheit, und die wurde aber noch dazu benutzt von der Politik oder von diesen, die diese Ziele hier aufgesetzt haben, um ein gewisses Denken oder das Denken der Menschen zu verändern. Ja. Und um ihre Identität auch letztendlich zu zerstören. Denn wenn Menschen keine Familie haben, wenn sie alleine sind, wenn sie Identitätsprobleme haben, an wen, wo finden sie Halt? Wenn sie nicht bei Jesus Christus sind. Ja? Der normale Mensch, er findet nirgends Halt. Und dann kommt der große Vater, ne? Vater, Staat, und gibt ihm angeblich diesen Halt. Ja? Und dort sind die Leute dann leicht steuerbar. Und wenn dann noch finanzielle Probleme dazukommen oder gesundheitliche Probleme, das sind alle diese Dinge, die da stehen, ja. Und wenn die alle von oben reguliert werden, dann ist der Mensch in der Hand dieses Staates und hat keine Ausweichmöglichkeit mehr, ja. Und der dann da ausbrechen will, der ist ein Staatsfeind und wird eliminiert. So einfach ist das, ja. Und genau dieses Modell sehen wir ja auch im weltweiten im Kommunismus. Es wurde in China schon umgesetzt. Dort gibt es ja auch schon diese Totalüberwachung, dieses Sozialpunktesystem, wo es dort gibt in China. Dort sind die Menschen großenteils, nicht alle, aber größtenteils schon gleichgeschaltet. Ja. Und genau das ist es, was auch hier angestrebt wird. Ziel Nummer 6, das ist die Privatisierung des Wassers. Da habe ich gestern auch schon kurz drauf angesprochen. Das hatten wir auch schon, diese Kämpfe. Da gab es auch schon große, und meines Wissens nach, ich glaube, das einzigste, wo eine
Petition dann auch da erfolgreich war. Da haben nämlich 1,5 Millionen Menschen EU-weit eine Petition dann, glaube ich, unterschrieben, wo es darum ging, um die Privatisierung des Wassers, ne? Wo das dann auf EU-Basis schon per Gesetz verordnet werden sollte, ne? Was ja äußerst gefährlich ist. Ja? Das ist gestern schon mal kurz angesprochen. Und Hamburg zum Beispiel, hat die Stadt Hamburg, die hatte das Wasser auch, Wasserrecht, glaube ich, schon weggegeben und hat es jetzt wieder zurückgekauft, ne? Für zig Millionen. Ja? Also in Karlsruhe war es übrigens auch schon im Gespräch, ja, und in vielen anderen Städten auch. Oftmals unbemerkt von den Bürgern. Ja. Denn wenn sie dann in dem Bereich, sagen wir mal, da jetzt nicht mehr von der Kommune aus, ja, von der Stadt aus, die Hoheit haben, sondern wenn das irgendwo zentral gesteuert wird oder womöglich noch privatisiert ist, ne, das ist ja das Ziel, dann ist man da ja diesen Firmen ausgeliefert. Ja. Und Wasser ist ein elementarer Grundstoff. Ja. Man sieht also, hier geht es darum, sich einfach auch die Schöpfung untertan zu machen, ja, und einfach den Menschen die von Gott gegebene Schöpfung wegzunehmen, zu privatisieren. Das heißt, die landet ja dann in den Händen von irgendwelchen Privaten. Das heißt ja Privatisierung. Ja. So, und damit ist man verkauft. Ja. Verraten und verkauft. Ja. Darauf läuft es da hinaus. Ziel Nummer 7, das war die Energie, ja, das ist, geht in die genau die gleiche Richtung, ja, da ist auch das Monopol, die Monopolisierung der Energieversorgung wird angestrebt, privatisiert, auch da ist man dann über den Preishebel natürlich dann ausgeliefert, ja. Und dafür sind eben diese Smart Meter da schon installiert worden und werden weiterhin installiert. Dazu kommen dann solche Gesetze, ne, wie die Energie, diese Energiegesetze, ne, die dann wo die Häuser gedämmt werden müssen und so weiter. Ne? Also all diese Vorschriften, die da dazu kommen, die auch nochmal Geld kosten wieder, weil das ist auch immer, steckt auch immer dahinter, ja, immer Geld rauszuziehen, ja, aus den Ländern, von den Menschen weg, damit da so wenig wie möglich Unabhängigkeit entsteht. Es soll ja im Gegenteil Abhängigkeit entstehen. Ja? Das ist das Ziel von dem ganzen Ding hier. Ja, genauso wie jetzt bei dem Ziel Nummer 8, dass da geht es um den Handel, den weltweiten Handel, wo da auch schon diese Freihandelsabkommen eingestellt sind. Oder das geht alles auf Richtung Privatisierung raus. Ja. So, und die Privatisierung, die fördert auch die Monopolisierung, nämlich von großen Unternehmen. Ja. Und das ist eine ganz große Gefahr. Wenn ihr mal seht, in vielen Bereichen und maßgeblichen Bereichen haben wir schon quasi Monopole erreicht. Ja. Also das heißt, wenn heute einer im Internet etwas sucht, ja, dann sagt er, er googelt. Das sagen wir schon lang. Aber es gibt ja noch andere Suchmaschinen. Ich muss ja nicht Google nur nehmen. Ja? Aber Google hat das Monopol. Ja? Oder Facebook als Social-Media-Unternehmen. Ja? Da gab es also in den Anfangsjahren auch Konkurrenz. Die wurde aber ausgestochen. Ja? Also es funktioniert ähnlich wie jetzt heute bei den vielen Start-ups. Ja? Also ihr müsst euch das so vorstellen. Da gibt es junge Menschen, die sind kreativ, die arbeiten, die erfinden was Gutes, die wollen das umsetzen und denen fehlt natürlich das Geld. Jetzt bekommen die Geld, ja, von von Investoren, die in solche Unternehmen investieren. So, und sind dadurch natürlich schon ein bisschen abhängig. Ne? Und diejenigen, die dann investieren, die sehen genau, wer jetzt in einem bestimmten, vielleicht neu entstehenden Marktsegment die beste möglichen Voraussetzungen hat. Und der wird gefördert. Und der wird nachher der große Star. Ja? Zuckerberg zum Beispiel bei Facebook. Das hat doch dieser Zuckerberg nicht allein gemacht. Braucht doch keiner glauben. Ja? Der war ein fähiger Mann und er ist ja noch immer noch, ja. Aber er ist gefördert worden und er war dann derjenige, der ausgesucht wurde. Ne? Sein Unternehmen wird platziert, er ist der Platzhirsch. Ja? Und so entstehen Monopole. Ja? Und so ist es mit Amazon genauso, ja, das ja innerhalb von 20 Jahren aus einem Nichts, ja, zu der weltgrößten Unternehmen geworden ist. Ja? Apple und so weiter, wie sie alle heißen. Wir haben hier, gerade im technischen Bereich, sieht man das, extreme Monopole. Aber eines der größten Monopole, über das keiner spricht, ist nach wie vor die Ölindustrie. Ja? Und die hat Rockefeller reich gemacht, indem er mit diesen Unsummen, das ist in etwa vergleichbar mit heute, mit dem Apple oder mit dem Amazon, so war er damals über das Standard Oil weltweit derjenige, der die ganze Ölversorgung und so weiter im Griff hatte, ne, und davon profitiert hatte, in Unsummen von Geldern. Die Rockefeller Foundation gibt es ja heute noch. Ja. Und
Irgendwann wurde eine Image-Kampagne gemacht für ihn, ja, weil die Menschen das ja natürlich nicht, haben das natürlich mitbekommen. Und heute ist er dargestellt als Unternehmen, als Philanthrop, so heißt es ja immer, ne? Wie auch Bill Gates, ne? Philanthrop, Menschenfreund, ja, der da Gelder spendet und Gelder zur Verfügung stellt für die Menschheit. Ja? Und so ist es bei Rothschilds, bei Rockefellers, bei Gates, ja, bei allen möglichen, bei den ganzen großen Stiftungen ist es so. Es sind alles Philanthropen. Ja? Hört sich ja gut an, so wie die Ziele hier auch, ja, aber die verfolgen natürlich ihre eigenen Ziele und nicht die von uns, von den Menschen. Dann Ziel 9, ja, da geht es um die Energie auch oder um die Umwelt. Und da ist es auch massiv, ja, so muss man sagen, also ganz massiv, was da jetzt gemacht wird. CO2, es gibt ja die CO2-Steuer kommen, die Dieselskandale, ja, all diese Dinge, die jetzt kommen, das geht alles in diese Richtung. Ja. Das heißt, da werden die Menschen dargestellt und werden verteufelt, ja, wenn jemand zum Beispiel viel, habe ich gestern schon gesagt, viel reisen tut, muss vielleicht sogar, ja. Also die Reisefreiheit wird auch eingeschränkt werden. Das hat alles was mit dieser ganzen, wie man sagen, Kontrolle zu tun. Ihr seht, über jeden einzelnen Punkt, den wir jetzt schon angesprochen haben, ja, besteht die Möglichkeit, die Menschheit zu kontrollieren. Das ist letztendlich das Ziel. Denn ohne diese Kontrolle kann keine Weltregierung eingesetzt werden. Und wie wir schon gehört haben, das muss ich immer wieder sagen, es ist ganz klar das Ziel, eine einzelne Weltregierung zu machen. Eine einzelne Weltregierung, eine einzelne Weltwährung, eine Weltreligion, eine Weltmilitär, sage ich mal, Weltarmee und so weiter. Also alles, was zu einem Einzelstaat auch dazugehört, soll weltweit praktisch verwirklicht werden. Und wir stehen da kurz davor. Ja, kurz davor, es sind nur noch wenige Jahre und die Agenda heißt jetzt hier 2030. Das heißt, in wenigen Jahren werden wir schon, sagen wir mal, das Konstrukt viel deutlicher erkennen. Heute erkennen wir es, weil wir ja diese Ziele hier haben und weil wir auch die Informationen dazu bekommen, aber wir werden es dann in ein paar Jahren schon immer stärker auch am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Ja. So. Ziel Nummer 10, ja, da geht es darum, um die Angleichung und das ist auch massiv, ja, auch da werde ich nachher nochmal einen Punkt mit ansprechen, da geht es um diese Gleichmachung der Menschen, insbesondere auch über diese Rassismusdebatte jetzt. Das heißt, da werden jetzt die Weißen, also die Bösen dargestellt, es sind immer Spaltungen, es sind immer zwei Gruppen, ne, zwei große Gruppen. Die Weißen gegen die Schwarzen, die Rechten gegen die Linken, die Armen gegen die Reichen. Ja? Es gibt immer diese Spaltung, die wird immer vorangetrieben. Ja? Und in dieser Rassismusdebatte ist es jetzt hier ja ganz massiv. Ja? Sodass die Leute nachher schon Angst haben, ja? Vielleicht gegen jemand irgendwas zu sagen, weil obwohl der ihnen vielleicht was Böses getan hat, aber weil der ja vielleicht jetzt schwarz ist, ne, sagen sie nichts, weil sie Angst haben, sie sind dann der Dumme. Ja? Und damit wird bewirkt, dass keiner mehr was sagt. Und das ist ja, und zwar weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja? Und genau das ist auch das Ziel. Das muss man alles nur wissen, ja. Und man muss aufpassen, dass man sich da nicht anstecken lässt und da in diese Kampagnen auch als Christ nicht aktiv damit einsteigt. Da werde ich nachher auch nochmal was dazu sagen. Ja? Denn das ist die Verführung. Ja? Man will die Menschen hier reinziehen in diese Meinungsmache, man will die Meinung gestalten, man will die Menschen reinziehen über Petitionen, über Demonstrationen, über alles Mögliche. Ja? Und dann sind sie in dieser Bewegung letztendlich drin. Auch viele Christen. Und da müssen wir aufpassen, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Ja? Ich sage dann nachher nochmal was dazu. Ja. Überspringe ich einfach mal zwei, drei Ziele, muss jetzt nicht auf jedes nochmal eingehen. Was noch wichtig ist, ist dann zum Beispiel auch weil das eine, viele Ziele haben ja gegenseitig Auswirkungen. Ja, ist zum Beispiel das Umweltziel, ja, das hat Auswirkungen wieder auch auf Sparmaßnahmen. Da müssen Sparmaßnahmen gemacht werden, um gewisse Umweltziele zu erreichen. Ja, da werden letztendlich auch CO2-Messwerte festgelegt für Länder, CO2-Ausstoßwerte. Und dann gibt es Strafen, ja, für diese Länder. Gibt es heute schon, das gibt es vor Jahrzehnten schon. Ne? Wenn die zu viel produzieren, müssen sie Strafe bezahlen.
Die Strafe, die sie bezahlen müssen, ja, wird abgerechnet über so einen Emissionshandel. Aber die Strafe, die sie bezahlen müssen, die legen sie natürlich wieder um. Die müssen sie irgendwo herholen und von ihrer eigenen Bevölkerung letztendlich. Ne? Und ich könnte davon ausgehen, dass die großen Unternehmen da mehr oder weniger verschont bleiben, ja, davon. Sondern die kleinen Menschen, der kleine Bürger, er muss es letztendlich bezahlen, ja, über die Steuer. Ja, also es sind ganz viele Dinge, ne, die uns hier, die hinter diesen Zielen versteckt sind, wie wir jetzt sehen, ja, auch immer uns tatsächlich tagtäglich begegnen. Wenn ich heute die Zeitung aufschlage, werde ich mit Sicherheit irgendwo etwas finden, ja, über Nachhaltigkeit, über irgendwie Zahlenbeschluss oder CO2 oder Klimadebatte und so weiter. Die Klimadebatte ist jetzt natürlich in den Hintergrund etwas gerückt durch die Corona-Krise, aber sie ist lange nicht weg. Ja. Die ist lange nicht weg. Es hat sich halt auch da Auswirkungen drauf. Da sehen wir uns nachher auch noch gleich nochmal einen Punkt an. Einen ganz wichtigen Punkt sogar. Ne? Will jetzt aber nicht vorgreifen. So. Ja, dann gibt es diese Landnutzungen. Ja, auch da habe ich schon davon gesprochen, das merkt man jetzt hier so nicht, ne? Dass also hier größere Landflächen eben vereinnahmt werden sollen. Und es wird auch geschehen. Und da werden Territorien entstehen auf der Welt, die für den normalen Menschen nicht mehr zugänglich sind. Und die werden eben dann eben auch genutzt durch Unternehmen und so weiter. Übrigens, ne, das wollte ich jetzt hier auch noch bemerken, man sieht also hier schon, ja, wenn wir über diese Sachen reden, dass immer zwei Gruppen ja hier am Steuerhebel sitzen. Das eine ist die Gruppe der Politiker, der Staaten, ja, also ne, die jetzt praktisch über die UN da instruiert werden. Und wer ist die andere Gruppe? Bitte? Die mit dem Geld, ja. Wer sind die? Unternehmen, ne? Es sind die Unternehmen, ja. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die politische Macht und auf der anderen Seite die Unternehmensmacht, ja. So. Und dann gibt es ein ganz interessantes Zitat, das habe ich auch schon öfters mal gesagt, ich möchte es auch hier wieder wiederholen, damit es einfach auch mal in die Köpfe auch ein bisschen reingeht. Denn das, was hier passiert, das ist Faschismus. Ja, das ist Faschismus. Und das hat der Erfinder, in Anführungsstrichen, des Faschismus, ja, wer war das, wisst ihr das? Italienischer Diktator. Das war der Mussolini, genau, der Mussolini. Der muss es ja wissen, ja, was Faschismus ist. Und der hat den Faschismus definiert. Er hat gesagt, Faschismus ist, wenn die Staatsmacht mit der Konzernmacht zusammengeht. Das ist Faschismus. Also deswegen leben wir auch hier in einem Faschismus. Oder? Und diejenigen, die eigentlich die Faschisten sind, bezeichnen dann die anderen als Faschisten. Also so wird es wieder umgedreht. Ja? Faschismus hat nichts mit rechts oder links zu tun. Ja? Das ist einfach nur auch nur eine Propaganda. Ja? Sondern das ist Faschismus, ja? Wenn die Staatsmacht mit der Konzernmacht zusammengeht. Und, das ist ja, und die beiden zusammen, ja? Die müssen auch zusammen sein, damit die Menschen letztendlich auch geführt werden oder unterdrückt werden können. Ja? Und dann auch immer zum Wohle nicht der Menschen, sondern immer zum Wohle natürlich der Leitenden. Ja? Und das ist einfach, das sind einfache Wahrheiten, aber die muss man einfach auch erkennen und darf auch ruhig darüber reden. Man kann die Menschen ruhig darauf hinweisen. Ja? Ich mache das immer regelmäßig. Und jetzt wird es also immer weiter konzentriert, so wie also praktisch wir die Monopolisierung in diesem Industriebereich haben, also bei den Unternehmen, da haben wir die Monopolisierung, haben wir auch die Monopolisierung im Staatsbereich oder bei den Staaten, nämlich in Form von übernationalen Konstrukten, wie es jetzt die EU zum Beispiel ist. Ja? Ja, das heißt, da wird ein überstaatliches Konstrukt errichtet, die EU, und ganz oben drüber steht natürlich die UN. Die sind zwar noch nicht ausgestattet in allen Bereichen mit Vollzugsmacht, ja, und so weiter, aber die sind da und die bestimmen letztendlich auch, wo es lang geht. Genauso wie die Unternehmen auch die Politik bestimmen. Durch den Lobbyismus. Das ist ja ganz, ganz offiziell. Ja. Es gibt ja auch im Bundestag eine Liste, da muss man sich offiziell eintragen, wenn man als Lobbyist teilnehmen darf oder mitarbeiten in Arbeitsgruppen und so weiter. Und da stehen, was glaubt ihr, wie viele sind da eingetragen auf dieser Liste? Wie viele Unternehmen?
Ja, also es sind zwischen 1500 und 2000 Unternehmen eingetragen, offiziell. Das sind ganz normal, offiziell, die ganz normal offiziell Lobbyismus ausführen dürfen auch. Ja? Und es auch tun. Ja? Und es geht dann so weit, letztendlich, wie bei der Finanzkrise 2008, 2009, da war nämlich im Deutschen Bundestag, wurde extra ein Büro eingerichtet, für wen? Der da indirekt Lobbyarbeit betrieben hat, aber eigentlich schon Regierungsgeschäfte selbst praktisch gemacht hat, nämlich der Herr Ackermann, wie Sie kennen, John Schweizer, ne? In seiner damaligen Funktion als Vorstandschef der Deutschen Bank. Ja. Er war damals, hatte damals ein Büro, ne, bei der Kanzlerin im Haus sozusagen, also im Bundestag, ja, wo er dort federführend die Finanzkrise mit, die Bekämpfung der Finanzkrise mitgestaltet hat. Ja. Deswegen war er da. Also so weit geht es natürlich, da war es offiziell sogar, ne, ganz hatte jeder gewusst, ja, und, aber es gibt auch viele inoffizielle kleine Büros, die da irgendwo sind. Ja, das muss man natürlich auch wissen. Ja. Also ihr seht, wo das Ganze hinausläuft. Es läuft nämlich darauf hinaus, dass wenn, wie es bei der UN, 193 oder 198 Staaten da schon zustimmen, dann ist es doch klar, dass diese Ziele, die da durchgesetzt werden sollen, ja, und die Menschen sollen ja da freiwillig mitmachen und die Länder freiwillig, das habe ich ja gestern gesagt, das ist ja das Ziel, ja, dann geht es aber nur, wenn das zentral organisiert ist. Es geht gar nicht anders. Ich kann so ein Programm nicht dezentralisieren, geht nicht. Dann würde jeder was anderes machen. Die Schweiz macht so, Deutschland macht so, Amerika macht so. Ja? Und dann haben wir ja wieder das Alte. Ne? Da haben wir ja wieder diesen Nationalstaaten-Gemisch, ja, auf der Welt. Und genau das soll abgeschafft werden. Ja? Also diese Ziele, wenn ich da zustimme, dann stimme ich indirekt schon einer zentralistischen Regierung zu. Auch wenn sie es noch nicht direkt eingerichtet ist. Und die wird nicht von den Völkern gewählt, das ist auch klar. Ja. So, und jetzt müssen wir gucken, also das muss ganz klar sein, ja, dass wir also hier das im Grunde schon haben. Und jetzt gibt es aber hinter den, also zu den Zielen, die jetzt wir hier besprochen haben, gibt es auch noch andere Ziele. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich wollte jetzt nur im Vorfeld mal auch sagen, dass jetzt diese Ziele, die jetzt hier schon propagiert wurden, uns schon, vielleicht jetzt nicht in unserem täglichen Leben, aber wenn man jetzt sagen wir so die allgemeine Presse anguckt und das, was in der Welt passiert, da kommen uns diese Ziele schon entgegen. Zum Beispiel hier bei der Rassismusdebatte Black Lives Matter, ja, also schwarze Leben sind würdig geschützt zu werden, so heißt es ja, denke ich, in der übertragenen Übersetzung, wie wenn das vorher nicht so der Fall gewesen wäre. Es wird einfach unterstellt, ja, und damit habe ich schon wieder zwei Gruppen gebildet. Und hier seht ihr, ne, dass jetzt zum Beispiel hier oben die Ziele 10 und 16 da auch schon mitspielen. Das heißt eigentlich diese gegenseitige die Diskriminierung, die Gleichmachung der Welt und so, das soll im Grunde auch jetzt hier gewährleistet werden, und weil man das ja gewährleisten will, muss man also hier für diese, würde ich mal sagen, Bewegung, da muss man mitmachen. Ja? Und da machen ja die ganzen Staaten alle fleißig mit dann immer. Ja? Das ist ja dann immer das Erste, was kommt, ja? Dass dann sagt, wir befürworten das oder wir verurteilen dies oder jenes. Ja? Ich meine, da wird ein Mensch umgebracht, ja, in den USA durch einen Polizisten. Und dann wird von der ganzen Welt, von den ganzen Ländern, werden hier, ja, ich will mal sagen, wie so Entschuldigungsorgien da losgetreten, obwohl man noch gar nicht weiß, dass, ob das überhaupt einen rassistischen Hintergrund hatte. Ja, was der politisch gemacht hat, das geht natürlich nicht. Ja. Aber das passiert täglich in den USA. Aber hier wurde ein Fall dann einfach rausgenommen und es wurde eine Propaganda daraus gemacht, ja, eine Rassismusdebatte weltweit. Das ist genau das, was hier passiert, ja. Natürlich ist es zu verurteilen, was der politisch gemacht hat. Ja? Und er muss auch verurteilt werden. All diese Dinge. Ja? Aber das passiert tagtäglich, passieren ja solche Kriminalfälle oder Morde auf der ganzen Welt. Und jetzt packt mal einen raus, ne? Weil der jetzt halt eben gerade reinpasst in mein Schema, ja? In meine Zielsetzung, einfach um da wieder die Menschen zu konditionieren auf ein bestimmtes Thema. Dann haben wir hier auch, war auch in der Presse,
Die junge Dame da unten ist eine Prinzessin übrigens, ja, eine ganz offizielle Prinzessin, nämlich die Prinzessin von Dänemark. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, wie sie heißt, obwohl mein Bruder in Dänemark lebt, aber der wird es wahrscheinlich auch nicht wissen. So, und sie hat hier eine Fahne gehisst, ja, und das war eine Fahne, das sieht man vielleicht hier, ne, Ziel Nummer 5, da geht es um diese Gender-Ideologie. Also das heißt, auch der Adel und die, ja, der richtige Adel, ja, die stehen natürlich auch hinter diesen Zielen und fungieren da als Beispiel. Ja, und da geht es darum, ja, also publikumswirksam, medienwirksam, solche Dinge eben zu machen. Ja. Und das ist jetzt hier passiert in Dänemark. Ja. Dann haben wir hier, wo sind wir hier? Ja, das habt ihr gleich erkannt, genau. In Moskau, genau. Und da weht die Fahne für das Ziel Nummer 13. Und Ziel Nummer 13, da geht es eben auch um diese Klima- und CO2-Geschichte. Ihr seht also, es ist die ganze Welt mit einbezogen. Ja. Also ich glaube nur nicht, ne, dass jetzt hier der Osten, China oder Russland da außen vor sind. Auch die haben die Agenda 2030 mit unterzeichnet. Ja. Das muss man alles wissen, ja, dass es also hier eine globale, ein globaler Akt ist. Das ist ja das, was ich jetzt auch sagen will. Es geht um die Erziehung. Da wird auch Werbung betrieben für die Kinder. Für dieses natürlich, für die Kinder in der dritten Welt, ne, natürlich alles positiv. Ist doch klar, die werden geholfen, die bekommen Geld, ja, die bekommen Bildung. Aber wie gesagt, sie werden eben einjustiert und ausgerichtet auf ein bestimmtes Ziel. Ja. Und nebenbei gesagt, werden da natürlich auch indirekt auch die göttlichen Schöpfungsgesetze ja, außen vor gelassen. Das ist ja auch klar. Ja. Wenn diese Kinder hier irgendwann mal eine Bibel bekommen, ich bin ja bei den Gideons, ne, die sind ja auch da weltweit unterwegs und teilen die Bibeln aus, dann steht ja in der Bibel ja was ganz anderes drin, wie sie doch hier gelernt haben. Versteht ihr? Und da sind die ja schon vorkonditioniert. Das heißt, ich habe da schon bei den Kindern schon ein Problem, vielleicht zu erklären, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, weil die ja gelehrt bekommen haben, das ist ja alles durch Zufall, durch irgendeinen Urknall passiert. Ja? Da geht's schon los. Ja? Also ihr seht, ne, das ist alles, hat alles zwei Seiten, diese Medaille. Dann hier, das ist jetzt ein, auch habe ich auf der Webseite von den Global Goals jetzt gefunden. Da heißt es hier, erstmal die Symbolik, ne, ist uns allen bekannt. Da haben wir dieses allsehende Auge, ja, und da in der Mitte dann eben diese Ziele eben auch drin. Und dann heißt es hier, Dear World Leaders, we are watching you. Also liebe Führer dieser Welt, ne? Also das sind die Unternehmensbosse und die führenden Politiker. Wir beobachten euch. Frage ich nur, wer ist wir? Ne? Und da haben jetzt hier zum Beispiel 2020 Unterschriften, das war jetzt schon ganz aktuell jetzt hier, 2020, weil wir im Jahr 2020 sind, haben aus Menschen aus der ganzen Welt eben diese Kampagne unterzeichnet. Das heißt, die Weltführer werden nicht beobachtet, sie sind nur eine Beobachtung, dass sie auch diese Ziele einhalten. Ja, darum geht's. Ja, einfach so mal als Propaganda. Und wo wir gesehen haben, dass das auch nicht nur eine Propaganda ist, die auf irgendeiner Webseite steht, da müssen wir uns nur das mit der Greta da anschauen. Ja. Dann nehmen die dieses Mädchen und bringen das vor die UN und dort hat sie ja genau das gesagt, was jetzt hier auch steht. Ja. Und hat hier den Finger erhoben und hat irgendwelche Weltführer ermahnt, ja, publikumswirksam. Versteht ihr? Das ist ja alles gesteuert, ja. Ja. Jetzt kommen wir zur aktuellen Situation, was das Virus, was die Viruspandemie betrifft. Ja, auch da ist natürlich jetzt sind diese Global Goals ganz aktuell. Nur in Deutschland hört man kaum was davon. Ja, aber weltweit sind die massiv da aktiv. Da heißt jetzt hier Global Day of Solidarity und also globaler Tag der Solidarität. Und hier heißt dann, da geht es darum, to tackle Covid-19, also um das Covid-19 angehen. Ne? Angehen, tackle heißt angehen. Ne? Also so habe ich es jetzt in der Übersetzung gefunden, dass man einfach dieses Covid-19-Problem angeht. Und dann heißt hier, build back better and achieve the global goals. Also, build back better, das heißt, da geht es um den Wiederaufbau. Jetzt wird es interessant. Es geht um den Wiederaufbau und zwar nach dem
Desaster, was die Maßnahmen bewirkt haben, diese Lockdowns nach der Covid-19-Pandemie. Ja? Wobei wir ja noch mittendrin sind. Ja? Aber jetzt geht es ja auch hier bei uns schon darum, build back better, also das heißt wieder aufbauen, den Wiederaufbau. Und bei dem Wiederaufbau sollen jetzt diese Ziele mit Berücksichtigung finden. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir jetzt aufpassen müssen, denn je mehr zerstört wird, umso mehr muss er wieder aufgebaut werden und umso mehr wieder aufgebaut wird, wird aufgebaut im Sinne dieser Ziele, im Sinne dieser Kampagne und dann habe ich es auf einmal installiert und zwar relativ schnell, nämlich aufgrund der Krise. Hätten wir keine Krise, würden ja viele Länder sagen, naja, ist ja schön, ihr habt ja tolle Ziele hier formuliert, aber wir machen das jetzt mal ganz anders erstmal, wir müssen uns um ganz andere Dinge kümmern. Ist aber die ganze Welt von einer Krise betroffen, so wie es jetzt zum Beispiel durch die Pandemie hier ist. Ja? Und es wird meiner Meinung nach, erstens mal wird es nicht zu Ende sein, so schnell. Und wenn es zu Ende ist, dann folgt die nächste auf dem Fuß. Dann kommt eben ein neues Virus irgendwo her. Ja? Oder etwas ganz anderes. Und dann geht es immer wieder um den Wiederaufbau. Das heißt, wie implantiere ich jetzt diese Ziele, wie implantiere ich jetzt diese Agenda, weltweit, das war ja auch die Frage, die mir gestern auch gestellt wurde, und die muss man sich ja stellen, ja, weil man denkt, ja gut, die können ja tolle Agenten machen, wie wird das umgesetzt? Das geht doch gar nicht mit den ganz vielen verschiedenen Ländern. Es geht, wenn die Not groß genug ist, dann geht's. Dann werden die Menschen und die Länder und die Politiker darauf einstimmen. Die Politiker sowieso, die sind ja alle schon einjustiert. Es geht ja jetzt darum, die Menschen da mitzunehmen. Ja, und da werden auch viele dann nicht mitmachen wollen und deswegen wird es auch Unruhen geben und alle diese Dinge, wo uns die Bibel auch, gerade auch in der Endzeitrede prophezeit ist, ne, dass es viele Unruhen geben wird, eine Nation gegen die andere und so weiter. Das sind nicht nur Weltkriege gemeint, das sind auch, wenn man es mal richtig liest, auch, so deute ich das auch zum Großteil, Bürgerkriege gemeint. Ja? Also das heißt Unruhen in den einzelnen Ländern, ja, wo Nation gegen Nation kämpft. Und wir haben ja schon in den Ländern viele Nationen innen drin. Ja? Das heißt, die kämpfen jetzt nicht mehr gegen ein anderes Land, sondern wir kämpfen die Nationen in dem Land gegeneinander. Und das sind Dinge, ja, die durch Spaltungen, wie zum Beispiel mit dieser Rassismusdebatte, ganz bewusst auch noch befeuert werden. Das sieht man zum Beispiel auch daran, wenn man diese Unruhen in den USA betrachtet. Dort sind ja Unruhen gewesen auf den Straßen nach diesem Rassismusfall. Und dort sind Steine geflogen, ja, also unmöglich. Aber wo kamen diese Steine her? Da waren, als die Unruhen, Demonstrationen losgingen, standen in verschiedenen Städten auf den Bürgersteigen Paletten mit Steinen. Ja, wer hat denn die Paletten dahingestellt? Das haben doch nicht diese Demonstranten selber gemacht. Die standen da. Die standen da, ja, Baustelle, ja, und dort haben sie es genommen. Ja. Also das sind alles Dinge, ja, die erfährt man natürlich jetzt in der ARD-Tagesschau nicht. Ja. Auch klar. Ja. Aber das ist also verbürgt, ne, und das ist an anderen Stellen auch so. Und viele Unruhen, die entstehen in Staaten, werden ja auch befeuert. Ja. Das heißt, die werden bewusst unterstützt, ja, von außen, was man nicht direkt beweisen kann und nicht direkt nachvollziehen kann. Ukraine war zum Beispiel auch so ein Fall, ja, wo dann viele Söldner, sage ich jetzt mal, da waren, die waren ganz klar instruiert, hier sollten damals diese Unruhen entstehen. Und wenn ich es mir anschaue, ja, wenn ich jetzt die ganzen Flüchtlingsströme mir anschaue, die ganz Europa überfluten und dann jetzt gerade in Deutschland zum Beispiel zigtausende Menschen hereingekommen sind damals, die ja im Grunde gar keine Flüchtlinge waren, sondern da sind zigtausende Menschen reingekommen, die gar nicht registriert sind. Die sind vielleicht immer noch da, vielleicht sind sie aber auch weg, ich weiß es nicht, ja. Also nicht die offiziellen Flüchtlinge, sondern die inoffiziellen. Und da gibt es zigtausende. Was sind das für Leute? Vielleicht auch welche, die vielleicht irgendwann mal eine Unruhe mit initiieren. Ja? Wir wissen es nicht. Das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, aber wir müssen trotzdem genau aufpassen, ja, was da passiert. Ne? Und wenn ich weiß, welches Ziel letztendlich dahinter steht, dann kann ich mir das auch eher vorstellen. Ja? Also, was jetzt hier wichtig ist nochmal, und das will ich jetzt auch nochmal belegen, jetzt gerade in Bezug auf England, Großbritannien, weil das ja auch eines der wichtigsten Länder ist, weltweit. Wir wissen, die ehemalige Kolonialmacht hat allein schon auch noch
über das Commonwealth-Bündnis, ne, wo ja fast 50 Länder angeschlossen sind, eine enorme, immer noch und wenn meiner Meinung nach die größte Einflussnahme weltweit, ja, über das Commonwealth, ne, über die Königin auch, ne, die ist nicht umsonst überall immer noch auf den Münzen drauf, ja, ja, der Kopf von der Königin. So, und deswegen ist es auch so wichtig, was die machen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die rausgehen aus der EU zum Beispiel, ne, mit dem Brexit. Das ist auch sowas, aber ein anderes Thema. Ja. Aber hier haben wir etwas, ja, da heißt jetzt, da haben Leaders, also auch Führer, jetzt in dem Fall jetzt sind es jetzt Unternehmer, oder auch, wie ich mal sagen, Prominente in England, die haben einen Brief geschrieben an den Prime Minister, also an den Johnson. Und zwar geht es darum, dass er Sociality Just, also soziale Gerechtigkeit, sag's auf Deutsch, dass er soziale Gerechtigkeit und auch Green Recovery from Covid-19, das heißt beim Wiederaufbau nach dem Covid-19 Lockdowns, soll also soziale Gerechtigkeit und grüne Recovery, also das heißt also eben diese Umwelt Wiederherstellung, ja, die Wiederherstellung soll also folgen in der gemäß den Zielen dieser 17 Ziele hier. Recover, build back better. Also das heißt, recover, wiederherstellen. Besser aber, wie es vorher war, und das geht nur, wenn wir diese Ziele hier mit berücksichtigen. Und da schreiben die ihn explizit, ja, dass er eben diese Ziele hier auch berücksichtigen soll. Ja. So, und dann gibt es also verschiedene Organisationen, die das befürworten, und dann gibt es auch, und das ist interessant, dass derjenige, der den Brief da geschrieben hat, im Namen dieser vielen Führer, der Anwalt Richard Curtis, der schreibt Folgendes: Die Covid-Krise hat mehr denn je gezeigt, dass wir zusammenarbeiten müssen, um eine bessere Zukunft zu sichern. Die globalen Ziele sind ein mächtiges Werkzeug, um uns dabei zu helfen. Sie bieten eine gemeinsame Vision und einen praktischen Entwurf für die Zusammenarbeit. Die breite Unterstützung für diesen Brief zeigt das Engagement für die Zusammenarbeit mit der britischen Regierung, um ein gesundes Leben, gesunde Gesellschaften und gesunden Planeten für alle zu schaffen. Genau, das ist die Sprache hier. Wir können nur gemeinsam wieder besser aufbauen und ich hoffe, dass die Regierung die Ziele nutzen wird, um ihnen dabei zu helfen. Ja? Also das heißt, hier werden dann natürlich wieder jetzt von außen auf die Regierung nochmal Druck ausgeübt, ja? Und das dann natürlich auch publikumswirksam, dass alle sehen, jawohl, von welchen Zielen reden die, aha, das und da geht es um diese Ziele, jawohl, so soll das alles wieder aufgebaut werden. Besser wie vorher. Ja, aber wenn ich etwas wieder aufbauen will, dann muss es erstmal zerstört sein. Ja? Und diese Zerstörung, die ist jetzt schon teilweise erfolgt und die wird noch weitergehen. Ja? Bis maximale Zerstörung eingetreten ist, damit ich einen maximalen Aufbau erreichen kann. Das ist jetzt die Botschaft, dass man jetzt verstehen muss. Ja? Und da ist jetzt auch interessant, ja, dass die UN zwar hier kein Mandat hat, um das in den einzelnen Ländern per Gesetz durchzusetzen, aber jetzt kommt folgende Verlautbarung. Die Länder müssen dann nämlich einen Bericht abgeben. Da heißt es, im Rahmen des globalen Überprüfungsprozesses der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden die Länder gebeten, also es gibt keine Verpflichtung, aber gebeten werden sie, den Vereinten Nationen mindestens alle 4 Jahre freiwillig einen Bericht über ihre Fortschritte bei der Erreichung der Ziele vorzulegen. Großbritannien wird seine Überprüfung auf dem hochrangigen politischen Forum im Juli und dann erneut während der Generalversammlung und so weiter vorstellen. Also ihr seht, dass da schon alles vorbereitet ist, es ist schon da. Ja? Es wird überprüft und es muss Rechenschaft abgegeben werden, zwar noch nicht gesetzlich fixiert, aber indirekt dann schon. Wie bei dem Flüchtlingspakt, bei dem Migrationspakt, der da abgeschlossen wurde vor 2 Jahren, der wurde ja auch über die Köpfe der Bevölkerung gemacht und der hat ja auch keinen Recht, der wurde immer betont, ja, es hat ja keinen, ist ja kein Gesetz, ne? Ist ja kein Gesetz in Deutschland. Aber es ist natürlich eine Empfehlung, die ja 192 oder 193 Länder folgen und da kann Deutschland nicht sagen, wir machen da nicht mit. Das ist ja auch klar. Also indirekt ist es natürlich eine Verpflichtung. Und da will ich gerade nochmal an die Überschrift erinnern, Transforming Our World, das ist, wie also praktisch die Welt durch diese Agenda 2030 transformiert werden soll, also umgestaltet werden soll. Und wie gesagt,
Diese Umgestaltung geht nur, wenn ich vorher auch eine Zerstörung oder eine Zerstörung letztendlich durch eine große Krise eben habe. Und da kommen wir auch wieder zum Motto, das zum Beispiel auch die Freimaurerei und auch andere schon seit Jahrhunderten haben. Ne? Dieses Motto heißt, ich habe es schon mehrfach vorgestellt bei mir, weiß es jemand noch? Genau, auf Latein, ne, heißt es, teile und herrsche, ja, zum Weg dahin, ne? Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, das ist zum Beispiel das Motto des 33. Grades in der Freimaurerei, kann man ganz offiziell auch sehen auf den Wappen und so weiter. Ordo ab Chao, lateinisch, Ordnung aus dem Chaos. Aber wenn ich Ordnung aus dem Chaos haben will, muss ich erstmal Chaos machen und dann kommt die Ordnung. Versteht ihr? Das ist der Trick. Ja? Und das ist auch das, wo uns die Bibel davor warnt, ja? Dass sie sagt, hier wird endlich einer kommen, der über alle die Gewalt hat. Und es geht nur, wenn maximales Chaos da ist. Und dann wird einer kommen, ein Reich, ein Führer, wie auch immer. Und der wird dann derjenige sein, wo die Menschen sagen, jawohl, der ist es, ne? Der hilft uns wieder heraus aus diesem Chaos. Ja? Darauf läuft es letztendlich hinaus. Ne? Und deswegen müssen wir wachsam sein. Aber es gibt jetzt noch ein anderes Ziel, das hinter diesen Zielen steht. Das habe ich ja auch noch einmal. Es ist 11 Uhr, müssen wir jetzt Pause machen, oder? Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, bevor ich dann auf dieses Thema nochmal komme. Abschließend ein übergeordnetes Ziel eben nochmal, was hinter den anderen Zielen auch nochmal steht. Machen wir 5 Minuten Pause. So, das hab ich ja schon, ich habe es schon erstellt, vielleicht hat schon jemand gelesen, aber ich will nochmal zurückgehen. Also es gibt hinter den 17 Zielen, die jetzt offiziell als diese 17 Ziele eben angegeben wurden, natürlich auch noch andere, die schon lange verfolgt werden und die aber jahrzehntelang nicht propagiert wurden, aber die jetzt so langsam an die Öffentlichkeit kommen, und das ist sehr gefährlich. Ich möchte dazu ein paar Zitate nachher auch noch lesen. Und ich möchte mal anfangen mit einem Herrn Ehrlich. Der heißt tatsächlich so, ja, Paul Ehrlich. Und er war wissenschaftlicher Berater von George W. Bush zu dem seiner damaligen Zeit. Ne, war natürlich auch vorher schon aktiv. Der hat also Folgendes gesagt. Die Lösung des Bevölkerungsproblems löst nicht die Probleme des Rassismus, des Sexismus, der religiösen Intoleranz, des Krieges, der groben wirtschaftlichen Ungleichheit. Aber wenn Sie das Bevölkerungsproblem nicht lösen, werden Sie keines dieser Probleme lösen werden. Für welches Problem Sie sich auch interessieren, Sie werden es nur lösen, wenn Sie auch das Bevölkerungsproblem lösen. Also das, was dahinter steht, hinter diesen Zielen, das ist als Hauptziel die Lösung des Bevölkerungsproblems. Was könnte das jetzt sein, die Lösung des Bevölkerungsproblems? Das ist etwas, genau, wo jetzt Bill Gates zum Beispiel schon seit Jahren drüber redet, aber das auch immer wieder in der Presse steht, aber das natürlich in der allgemeinen Bevölkerung noch lange nicht angekommen ist. Er redet davon, die Bevölkerung muss reduziert werden. Wir haben ein Energieproblem, wir haben ein Gesundheitsproblem, wir haben wirtschaftliche Probleme und wir haben ein Klimaproblem und so weiter und so weiter. Und alle diese Dinge betreffen ja immer mehr Menschen auf der Welt. Das ist auch richtig, kann man zustimmen. Aber was ausgesagt wird mit diesem Bevölkerungsproblem, ist es nicht nur, dass es die Menschen betrifft, sondern dass die Ursache dieser Probleme die vielen Menschen sind. Und das ist das Problem. Und das ist das, was er meint. Ne? Und er hat ja auch ein Buch geschrieben, The Population Bomb. Ne? Also das heißt, die Bevölkerungsexplosion, ja, jetzt anders ausgedrückt, auf der Welt, die stellt dieses Hauptproblem dar. Das heißt, ich kann alle diese Probleme nur lösen über eine zentral organisierte Regierung, und auch nur dann, wenn es wesentlich weniger Menschen auf dieser Erde gibt, weil diese zentral organisierte Regierung keine 8, 9 oder 10 Milliarden Menschen letztendlich regieren kann.
sondern es müssen wesentlich weniger sein. Das ist das, was dahinter steht. Und um diese ganzen Ziele und auch dieses Ziel zu erreichen, da bedienen sich diejenigen, die diese Ziele verfolgen, ja, gewisse Organisationen. Das sind ja tausende von Organisationen, die da mitmachen. Federführend, ich habe jetzt nur einmal drei, vier jetzt hier genannt, ist natürlich in allererster Linie die UN, das heißt die United Nations. Die werden ja auch als das zentrale Organ letztendlich auch angesehen. Inklusive aller ihrer Unterorganisationen. Ja? UNESCO und wie sie alle heißen. So, dann gibt es die IPCC. Wer hat es schon mal gehört? Gestern. Danke, ja. Gestern, vorgestern auch. Ja. Also das heißt, IPCC ist ja ein von der UN gegründete Organisation, ist der sogenannte Weltklimarat. Das ist also wo auch wir den Vortrag hörten vom Bruder Sascha Götte, dieser Weltklimarat ist es, ja, der diese Klimaziele vorgibt und der auch die Wissenschaftler letztendlich auch entsprechend instruiert, ja, dass sie ihre Kurven entsprechend angleichen oder auch anders interpretieren, wie sie es vielleicht vor 30 Jahren gemacht haben. Weil sonst kriegen sie kein Geld. Also das heißt, der IPCC ist das maßgebende Organ und der gehört zur UN. Deswegen habe ich da auch mit draufgeschrieben, damit man das mal weiß. Dann gibt es den sogenannten Club of Rome, den Club of Rome. Kennt den jemand? Ja, auch schon mal gehört bestimmt, das sind sogenannte, das ist alles Englisch, ja, das wird alles auf Englisch jetzt kommuniziert, sogenannte Think Tanks, ja, also Denkfabriken auf Deutsch, die gibt's schon, da gibt's noch unzählige weitere. Und diese Denkfabriken, die haben nichts anderes zu tun, wie den Regierungen oder den Organisationen oder den Führenden beiseite zu stehen oder auch Studien zu machen, untersuchen, welche Formen oder was können wir einführen, um unsere Ziele zu erreichen. Ja? Also früher hieß es mal Propagandaministerium, so auf die Art. Ne? Ja, das ist Propaganda. Propaganda ist nichts, jede Werbung ist Propaganda, ist ein anderes Wort dafür. Ja? Propagandaministerium kennen wir ja aus dem Dritten Reich. Da wurde es tatsächlich auch so genannt. Aber es wird natürlich Propaganda auf der ganzen Welt gemacht, ja, und das hat jetzt mit dem Dritten Reich gar nichts zu tun. Der Club of Rome, dann die WEF-IAO, ne? Das sind Abkürzungen. Das eine ist das World Economic Forum, also das Weltökonomenforum, das ja hier immer regelmäßig hier in der schönen Schweiz stattfindet, ne? Jedes Jahr in Davos, genau. Das ist keine offizielle Organisation, aber ein maßgebender Beratungskreis, ja, von den Menschen, die sich da treffen. Das sind ja die führenden, Weltwirtschaftskräfte, die da in diesem Weltwirtschaftsforum aktiv sind. Und die IAO ist ja internationale Vereinigung der Arbeitgeber, also das heißt auch da eine Unternehmerorganisation, beides. So, und beide waren maßgeblich auch daran beteiligt an der Installation des Flüchtlings- und Migrationspaktes, haben also eigene Studien auch dazu beigetragen, wo es darum ging, wie wichtig die Migration ist für das Business. Ja, also Migration in case of business heißt die eine Ausarbeitung, und da stehen natürlich dann diese Unternehmen dahinter, ne, weil sie sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen Arbeit bekommen, wir tun es auch, und deswegen müssen die Arbeitskräfte halt flexibel sein und auch die Örtlichkeiten wechseln, ja, auch von Ländern zu anderen Ländern, unabhängig von dem, was sonst noch alles dahinter steht. Ja, dazu kommen dann die Foundations, das sind Stiftungen, riesige Stiftungen, die ausgestattet sind mit unvorstellbaren Summen, Rockefeller und BMG, das heißt Bill und Melinda Gates Foundation hier, das sind die zwei bekanntesten, aber es gibt noch tausende anderer Stiftungen, wo ebenfalls Gelder generieren, um diese ganze Agenda voranzutreiben. Beim Club of Rome, und deswegen, ich hätte da noch viel mehr draufschreiben können, aber das ist einfach nur mal beispielhaft, und es sind aber auch die ich jetzt auch noch mal zitieren werde, dass man einfach sieht, ja, was da im Hintergrund passiert und wo das Ganze überhaupt herkommt. Der Club of Rome, der ist 1968 gegründet. Laut seiner eigenen Webseite stellt er sich also wie folgt vor. Er besteht aus Wissenschaftlern, Ökonomen, Geschäftsleuten, internationalen Hochbeamten, Staatsoberhäuptern
und ehemaligen Staatsoberhäuptern aus allen 5 Kontinenten, die überzeugt sind, dass die Zukunft der Menschen nicht von vornherein bestimmt wird und dass jeder Mensch zur Verbesserung unserer Gesellschaft beitragen kann. Interessant, ne? Wenn man da mal die Bibel zum Beispiel als Maßstab nebendran legt. Ja? Das heißt, also hier ist nichts vorbestimmt, sondern der Mensch kann alles so regeln, dass alles besser wird. Ja? Der Mensch ist derjenige, der oben steht. Ja? Von Gott ist natürlich hier nicht die Rede. Ja? Das nur als Beispiel. Aber das ist genau die Sprache, die da gesprochen wird. Ja? Der Mensch steht über allem. Ja? Und es sind dann natürlich auch nicht jeder Mensch, sondern nur bestimmte Menschen, die dafür auch prädestiniert sind. Deswegen braucht man von den anderen, die dafür nicht prädestiniert sind, auch nicht so viele. Und jetzt möchte ich aus einem Bericht des Club of Rome nochmal zitieren, und der nennt sich The First Global Revolution, die globale Revolution. Und das ist eigentlich auch etwas, das habe ich gebraucht, als die Corona-Krise da anfing und als ich mich am Anfang da so ein bisschen reingearbeitet habe, was ist passiert, wann ist es passiert, wer ist da beteiligt, was kommt da auf uns zu. Ich dachte erst an einen Test oder dergleichen, aber dann habe ich gemerkt, das ist noch mehr wie ein Test. Und ich habe es dann auch in mehreren Vorträgen als Revolution bezeichnet, das, was dann an Maßnahmen passiert. Es ist aber eine Revolution, die nicht von unten kommt, so wie die meisten Revolutionen gekommen sind, sondern diese Revolution, die kommt von oben. Und da habe ich damals schon drüber gesprochen. Und zwar heißt es jetzt Folgendes: Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns zusammenschließen können, darum geht's, ja, ein Zusammenschluss aller gegen einen Feind, kamen wir auf die Idee, dass Umweltverschmutzung, die Gefahr der globalen Erwärmung, Wassermangel, Hungersnot und dergleichen die Lösung sein könnten. In ihrer Gesamtheit und in ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene eine gemeinsame Bedrohung dar, der sich alle gemeinsam stellen müssen. Alle diese Gefahren entstehen durch Eingriffe des Menschen in natürliche Prozesse, und nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen können sie überwunden werden. Der wahre Feind ist dann die Menschheit. Versteht ihr, was da ausgesagt wird? Es geht also darum, dass sich alle Länder zusammenschließen, ja, damit sie gegen einen gemeinsamen Feind kämpfen. Alle stellen sich gleich, ja, nicht gegeneinander, sondern gegen einen gemeinsamen Feind. Und dieser gemeinsame Feind sind die Menschen. Weil die Menschen dafür verantwortlich sind, dass jetzt hier die Umwelt zerstört wird. Die Menschen sind verantwortlich dafür, dass die Gesundheitssysteme überlastet sind, weil es einfach zu viele Menschen gibt. Die Menschen sind schuld, ja, an dieser ganzen Klimakatastrophe, Anführungsstrichen, ja. Die Menschen sind die Schuldigen. Und das ist genau das, was wir heute auch hören. Aus allen, egal welches Problem es ist, es sind immer die Menschen, die da schuld sind. Das ist jetzt der, genau, aber welche? Und deswegen wird propagiert seit Jahrzehnten schon, und diese Bewegung hat ihren Ursprung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und sie wurde damals so als Eugenik bezeichnet. Die Eugenik hat, dieses Wort ist dann nicht mehr aufgetaucht, nachdem auch die Nazis im Dritten Reich insbesondere da Eugenik durchgeführt haben, mit menschenverachtenden Experimenten und so weiter und auch einer menschenverachtenden Ideologie, man denkt nur an die Arier und so weiter, all diese Dinge, das gehört zu der Eugenik dazu. Und seit dem Dritten Reich ist dann von diesem Wort nicht mehr die Rede, aber der Inhalt, der ist nach wie vor präsent und der war auch vorher schon da. Und er wurde unter anderem auch von Darwin vertreten, ja, und auch von führenden Wissenschaftlern im ausgehenden 19. Jahrhundert und wurde dann auch in den USA per Gesetz sogar eingeführt. Da sind also etliche Maßnahmen durchgeführt worden, Zwangssterilisationen von Menschen, die angeblich psychische Probleme hatten, die sie nicht weitervererben sollten. Da wurden also, war geplant, ganze Generationen von bestimmten Familien auszulöschen. Ja, es wurde gemacht und da gab es sogar Gesetze dafür. Und erst im Dritten Reich sind die dann verschwunden. Ja, also aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und das heißt heute,
Bevölkerungskontrolle oder Bevölkerungsreduzierung. Und das wird auch jetzt ganz offiziell kommuniziert, insbesondere über die Klimareligion. Das ist letztendlich auch das, was dahinter steckt. Weil die ganzen Ziele, die ganze Agenda, die ganze Weltbeherrschung kann nur dann durchgeführt werden, wenn es eine reduzierte Anzahl an Menschen gibt, die man dadurch auch steuern kann und die man dadurch in diesen Plan oder in dieses Konstrukt dann mit aufnehmen kann. Und hierzu habe ich ein paar Zitate. Einmal hier von David Brower, das war der erste Exekutivdirektor des Sierra Clubs. Das war einer der ersten ökologischen Vereine in den USA, ist gegründet worden schon im 19. Jahrhundert. Der sagt Folgendes: Das Gebären damals, also hat er es gesagt, im Anfang des 20. Jahrhunderts, das Gebären von Kindern sollte ein strafbares Verbrechen gegen die Gesellschaft sein, es sei denn, die Eltern besitzen eine staatliche Lizenz. Von allen potenziellen Eltern sollte verlangt werden, empfängnisverhütende Mittel zu verwenden. Verlangt werden. Die Regierung gibt Gegenmittel für Bürger heraus, die für die Geburt von Kindern ausgewählt wurden. Umweltorganisation, die heute noch existiert. Bill Gates, den kennen wir. Er hat gesagt, das Problem ist, dass die Bevölkerung am schnellsten wächst, wo die Menschen weniger in der Lage sind, damit umzugehen. In den ärmsten Regionen wird sich die Bevölkerungszahl bis 2050 verdreifachen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir jetzt mit den Werkzeugen helfen, damit sie später keine unmögliche Situation haben. Das ist noch moderat ausgedrückt, ja, aber hinter diesen moderaten Worten, will ich mal sagen, verbirgt sich natürlich auch enormer Sprengstoff. Ja. Das heißt nichts anderes, dass hier Menschen verschwinden sollen. Die Bevölkerung soll reduziert werden. In den ärmsten Regionen auch vor allem. Aber keiner fragt, warum sind die Regionen denn eigentlich arm? Ja? Wer hat denn dafür gesorgt, dass die Regionen arm wurden, ja, und auch sich nicht entwickeln konnten? All diese Dinge wollen wir jetzt aber noch nicht besprechen. Aber ich habe hier von Bill Gates hier nochmal was, ein Bild, weil der ja auch jetzt momentan auch jedem bekannt ist. Wenn du jemandem vertrauen willst, ja, wie Bill Gates zum Beispiel, ja, der hier federführend vorne dran steht, aber auch nur einer von vielen ist, ja, das muss man dazu sagen, der besitzt 500.000 Monsanto-Aktien. Monsanto ist der Hersteller, der jetzt von Bayer aufgekauft wurde, mit zigtausenden von Klagen, der Glyphosat-Hersteller, ja, viele genmanipulierte Pflanzen praktisch in seiner Pipeline hat und so weiter. Ne? Da ist also Bill Gates maßgeblich daran beteiligt. Ja, er hat tausenden Menschen in Afrika schon mit Impfungen geschadet, das ist amtlich. Ja. Er ist der größte Geldgeber der WHO, das heißt die Weltgesundheitsorganisation, das sogenannte Gesundheitsministerium. Ja. Er will die Sonne verdunkeln, da gibt es ein Projekt, Scope X, ja, weil die Sonne ja auch gefährlich ist. Ja. Er setzt sich ein für Mikrochips bei Menschen. Ganz klar, natürlich auch, insbesondere auch für die Umwelt, für die Impfung, ja, dass es da auch mit verbunden werden kann. Er beschäftigt als eine Satanistin, ja, Marina Abramovic, die kenne ich jetzt nicht so, scheint eine Satanistin zu sein, die aber im Diensten von ihm steht und auch Werbung macht für seine Produkte. Aber was viel interessanter ist, ne, seinen Vater, er war der Chef der Firma Planet Parenthood und er war führend in der damaligen US-Eugeniker-Organisationen. Ja. Planet Parenthood heißt geplante Elternschaft und ist die Muttergesellschaft oder ich weiß nicht, wie weit sie verbunden sind, von Pro Familia, kennt ihr vielleicht hier. Ja? Pro Familia, wo also Abtreibung und so weiter dann auch vorangetrieben wird. Ich habe noch ein paar Zitate, es tut mir leid, ich muss euch das jetzt sagen, weil diese sind nur ausgewählte, es gibt noch schlimmere, aber die sind schon schlimm genug, damit man weiß, was wirklich dahinter steht. Thomas Ferguson ist ein ehemaliger Beamter im Amt für Bevölkerungsfragen des US-amerikanischen Außenministeriums. Er hat Folgendes gesagt: Alle unsere Arbeiten haben ein einziges Thema, wir müssen die Bevölkerungszahl senken. Entweder machen die Regierungen es auf unsere Art und Weise mit sauberen Methoden oder sie werden das Chaos bekommen, das wir in El Salvador, im Iran oder in Beirut haben. Bevölkerung ist ein politisches Problem,
Sobald die Bevölkerung außer Kontrolle geraten ist, muss sie von einer autoritären Regierung, sogar vom Faschismus, reduziert werden. Offizielle Aussagen eines amerikanischen Bundesbeamten, ja, der hier sich für die Bevölkerungsreduzierung einsetzt. Die Bevölkerung ist das Problem. Michael Gorbatschow, den kennt ja auch wahrscheinlich fast jeder. Der hat auch, der war auch sehr aktiv in dieser und ist lebt er noch? Entschuldigung? Ja. Er lebt noch, gell? Ja. Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Aber er ist nicht mehr aktiv, er hat sich zurückgezogen. Ja. Aber Michael Gorbatschow, er sagt Folgendes: Wir müssen klarer über Sexualität, Empfängnisverhütung, Abtreibung und Werte sprechen, die die Bevölkerung kontrollieren. Kontrolle ist das maßgebende Wort. Denn die ökologische Krise ist, kurz gesagt, die Bevölkerungskrise. Reduzieren Sie die Bevölkerung um 90% und es sind nicht mehr genügend Menschen übrig, um großen ökologischen Schaden anzurichten. Unglaublich, ne? Die Aussage. Die Aussage ist unglaublich eigentlich. Ja? Prinz Philipp, es kommt noch unglaublicher, aber diesem Mann, ja, der hat also schon viele verrückte Dinge gesagt. Das ist der Ehemann der Queen, ja, von England. Und dieses Zitat, das kenne ich schon vor Jahren, da war ich noch gar nicht gläubig. Ehemann von Königin Elisabeth II. Und Mitbegründer des World Wildlife Fund, ne? WWF. Kennen wir auch, ja, mit dem Panda-Bär. Wenn ich wiedergeboren werde, würde ich gerne als tödliches Virus zurückkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung beizutragen. Das hat er aber schon vor Jahrzehnten gesagt. Ja? Da seht ihr mal, welche Menschen da an den Schaltstellen der Macht sitzen und wie die denken. Und nochmal der Paul Ehrlich. Grundsätzlich gibt es also nur zwei Arten von Lösungen für das Bevölkerungsproblem. Eine ist die Geburtenratenlösung, bei der wir Wege finden, um die Geburtenrate zu senken. Die andere ist eine Lösung für die Sterblichkeitsrate, mit der Sie die Sterblichkeitsrate erhöhen können. Krieg, Hunger, Pest, die uns finden. Ja, da sehen Sie, wie da im Grunde argumentiert wird. Und dass also das Bevölkerungsproblem das eigentliche Problem ist. Und das Ziel ist, die Bevölkerung zu reduzieren. Das wird seit Jahrhunderten schon propagiert. Das war mir auch lange Jahre nicht bewusst, bis ich mal da ein bisschen auch nachgeforscht habe. Und Sie finden Zitate noch und nöcher von führenden Staatsmännern, die in diese Richtung gehen. Und wenn man sich die Politik anschaut, und insbesondere jetzt auch in dieser Zeit, was mit dem Virus passiert, also das heißt, was für Vorkehrungen getroffen werden, was für Maßnahmen getroffen werden in dieser Hinsicht, die ja extrem schädlich sind aus ökonomischer Sicht, ja, und damit auch letztlich aus ökologischer Sicht auch nochmal, wobei natürlich die Gesundheit schützen muss, das ist überhaupt gar keine Frage, ja, und da halten wir uns ja auch dran mit entsprechendem Verhalten, aber es sind Dinge, die jetzt benutzt werden, um diese Ziele voranzutreiben. Darum geht's. Ja, und das ist eigentlich im Grunde nicht in Ordnung. Jetzt hat mir gerade vorhin ein Bruder gesagt, der hier auch als Gast, als Tagesgast da ist, er hat heute Morgen in den Nachrichten gehört, hier in den Schweizer Nachrichten, dass also diejenigen, die Maßnahmen kritisieren, dieses Vorgehen der Regierung kritisieren im Rahmen dieser Pandemie, die wir jetzt haben, die werden jetzt ganz offiziell als unerwünschte Personen sozusagen bezeichnet. Die werden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, offiziell. Und sie werden auch vom Sicherheitsdienst oder Bundesdienst, SND hat er gesagt, in der Schweiz ist das hier so ein Sicherheitsdienst, werden die auch im Grunde registriert, angegangen und bekämpft, sage ich jetzt mal. Ja? Das war heute Morgen in den Schweizer Nachrichten. Ich kann es nicht bezeugen, ich habe es gehört, aber hört mal, wenn es heute Morgen um 9 Uhr kam, kommt es vielleicht um 12 Uhr nochmal. Ja? Oder steht morgen auch in der Zeitung. Also ihr seht, ne, dass diejenigen, die sich gegen diese Zielrichtung wenden, auch bekämpft werden jetzt. Und das ist die Spaltung, das ist die endgültige Spaltung, die dann kommen wird. Diejenigen, die zustimmen freiwillig dieser Weltregierung und diejenigen, die eben nicht zustimmen.
Und wir müssen auch uns im Klaren sein, dass wir als wiedergeborene Christen, die Jesus Christus nachfolgen, mit Sicherheit nicht bei der ersten Gruppe dabei sein werden. Weil, die Frage kam auch jetzt gerade in der Pause, was ist eigentlich mit der Religion? Über Religion haben wir noch gar nicht gesprochen. Die ganze Agenda ist die Religion. Weil es gibt ja verschiedene Religionen. Ja? Es gibt Moslems, es gibt Hindus, es gibt Buddhisten, es gibt Christen, es gibt tausende andere, kleinere Religionen noch. Ja? Alle diese verfolgen ja auch ganz andere Ziele teilweise. Ja? Und können aber, und das ist der Trick bei dieser Agenda, können aber, wie alle Menschen auch, mitgenommen werden, wenn es um Gesundheit geht. Weil egal welche Religion ich habe, ich möchte nicht krank werden, ich möchte eine Gesundheitsversorgung haben. Ich bin auch bestrebt, ja, die Schöpfung zu bewahren. Das haben auch alle Religionen gemeinsam. Ich kenne jetzt keine, die jetzt da die Schöpfung zerstören will. Alle diese Dinge, da kann man die Menschen vereinen, unter ein Dach bringen. Und es gibt auch schon eine Weltreligion, die auch übrigens im Hause der UN stationiert ist. Ja, und dort hat die ja ihr Hauptquartier sozusagen. Ja. Das ist die URI, United Religion Initiative, so heißt es. Die übrigens auch dieses Regenbogenzeichen hat, wie die Ziele da auch. Ja. Und darunter werden, wie wir es auch von der Ökumene kennen, im Grunde diese Religionen auch vereint. Jetzt muss ich zum Ende kommen. Ich hätte gerne noch ein paar Sachen mehr gesagt, aber das sind jetzt mal wichtige Dinge, die ihr auch mitnehmen könnt, dass ihr wisst, das eigentliche Ziel hinter diesen ganzen Agenden ist die Etablierung einer Weltregierung gemäß der Agenda 2030, die aber nur für einen Bruchteil der Menschen gelten soll. Das ist jetzt alles zusammengefasst, ja, wenn ich jetzt mal dieses Ziel dieser Agenda jetzt zusammenfasse. Der Mensch wird hier als Feind dargestellt. Wir alle sind der Feind. Ja? Weil wir Auto fahren, sind wir ein Feind gegen die Umwelt. Wir sind ein Feind, weil wir Fleisch essen, sind wir ein Feind gegen die Tiere. Wir sind ein Feind gegen alles Mögliche. Ja? Das Fleisch wird übrigens auch verteufelt jetzt da. Ne? Das sind alles diese Dinge, die da mit reinspielen in diese Agenda. Und jetzt habe ich noch was Interessantes. Jetzt können wir auch noch einen biblischen Aspekt hinzubringen. Ich habe jetzt natürlich bei dem Thema, konnte ich wenig auf die Bibel zurückgreifen, bis auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir wissen, was in der Bibel steht. Wir wissen die Zielsetzung. Gott hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen, was mit dieser Erde geschehen wird. Und ganz am Ende wird er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das wissen wir. Aber bevor dies sein wird, passieren eben noch einige Dinge. Und über die hat er uns auch nicht im Unklaren gelassen. Und jetzt habe ich noch eine interessante Stelle aus der Offenbarung nochmal lesen, nochmal aus dem Kapitel 13, wo es um die Tiere geht. Und da geht es mal um das zweite Tier. Das zweite Tier. Das erste Tier ist aus dem Meer aufgestiegen. Und jetzt kommt das zweite Tier. Ab Vers 11 lese ich. Da heißt es, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm aus und es bewirkt, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es verführt die Bewohner und so weiter, so geht es dann nachher weiter. Und da kommt das Mahlzeichen. Ja. Jetzt ist die Frage, dieses zweite Tier wird auch als der Prophet bezeichnet. Und hier ist es wichtig, dieser antichristliche Prophet, dass er jetzt dafür sorgt, dass die Macht des ersten Tieres ausgeübt wird und dass die Menschen dieses Tier anbeten. Jetzt, wer könnte das jetzt sein? Ja? Und deswegen war die Frage nach der Religion ja auch jetzt gut und wichtig, die mir gerade gestellt wurde. Aber es gibt eine Religion, die tatsächlich hier federführend mit dabei ist. Wisst ihr welche? Die christliche Religion. Weil der Papst Franziskus war derjenige, der die Eröffnungsrede hielt, als die Agenda 2015 verabschiedet worden ist. Er ist ja auch derjenige, der immer bei der UN, ne, letztendlich als Beobachter, diesen Beobachterstatus des Heiligen Stuhls, immer mit dabei ist. Er war derjenige, der praktisch den Startschuss gegeben hat. Ich lese mal den Bericht. Papst Franziskus hat seine Unterstützung für die neue Entwicklungsagenda in einer Rede
vor der UN-Generalversammlung geäußert, bevor der eigentliche Gipfel für den Erlass des 17-Punkte-Plans eröffnet wurde, und nannte es ein wichtiges Zeichen der Hoffnung in einer sehr unruhigen Zeit im Nahen Osten und Afrika. Als der dänische Ministerpräsident Rasmussen seinen Hammer fallen ließ, um den Entwicklungsfahrplan zu genehmigen, standen die Führer und Diplomaten der 193 UN-Mitgliedstaaten auf und applaudierten lautstark. Dann wandte sich der Gipfel sofort den realen Geschäften des dreitägigen Treffens zu, die Umsetzung der Ziele, die voraussichtlich bis zum Jahr 2030 3,5 bis 5 Billionen US-Dollar pro Jahr kosten werden. Ich habe es bis zum Ende gelesen, weil mir das auch nochmal wichtig war, diese Kosten, 3,5 bis 5 Billionen Dollar pro Jahr wird diese Agenda kosten. Kostet es also schon seit 2015. Wer bezahlt es? Wir natürlich. Der Papst zahlt es mit Sicherheit nicht, aber er ist derjenige, der da agiert, als derjenige, wo er sagt, das ist eine gute Sache, die katholische Kirche hat über 1,6 Milliarden oder 1,7 Milliarden Mitglieder. Und im Rahmen der Ökumene ist die katholische Kirche nach wie vor die treibende Kraft. Nach wie vor die treibende Kraft. Wir haben gestern auch schon gehört über den Hattel, ja, der ist wieder auftaucht als Katholik. Aber das sind ja nur kleinere Randerscheinungen, die zwar wichtig sind für uns, ja, und wo wir sehr vorsichtig sein müssen, gerade die Jugend, wie wir gehört haben. Aber die katholische Kirche, sie ist die treibende Kraft der Ökumene. Das muss uns klar sein. Und der Papst natürlich als ihr Vertreter an allererster Stelle. Und er ist auch derjenige, der weltliche Macht ausübt über den Vatikan. Ja? Und er ist auch derjenige, der diesen Agendaplan, diesen eine Weltregierungsplan vorantreibt und empfiehlt und im Hintergrund natürlich auch unterstützt. Das heißt, er gibt sich ja ganz klar zu erkennen als dieser Prophet. Meine Einschätzung jetzt hier. Ja? Als der falsche Prophet, ne? Also der seine Schäfchen irgendwo hinführt, wo also ihn auf einen falschen Weg führt. Ja, ganz klar zu sehen. Und er ist auch immer, wenn Großveranstaltungen bei der UN sind, sitzt da, ist der Papst immer mit dabei. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Papst Johannes Paul II., da saß er immer da auf seinem Rollstuhl neben dem Sprecher, ne? Vorne war der Sprecher von der UN und dann nebendran saß dann der Papst, ne? Der Beobachterstatus. Ja, da könnte man jetzt auch noch viel dazu sagen, aber ihr seht, ja, wie sich biblische Prophetie jetzt gerade in diesem Fall ganz klar erkennen lässt. Wir leben in dieser Endzeit, wir sind jetzt hier inmitten dieser letzten 10 Jahre dieser Agenda. Nicht der letzten 10 Jahre der Welt, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht wissen und das weiß keiner von uns. Aber die Agenda heißt 2030 und bis dorthin werden zumindest Großteil dieser Agenda umgesetzt werden. Wir wissen jetzt, was dahinter steht, es hört sich gut an. Es sind auch teilweise Sachen, die man auch unterschreiben kann, ja, gesundheitliche Dinge und so weiter, keine Frage. Aber wir müssen immer wissen, was eigentlich damit verfolgt wird. Und dass es installiert werden soll nach dem Zusammenbruch, nach der Corona-Krise, ja, oder folgender Krisen, die noch kommen werden. Dieser Wiederaufbau, dieses Back Build Better, dieses Recovery, das ist das, was letztendlich nachher mit diesen Zielen verwirklicht werden soll. Ja, damit komme ich zum Ende, es wäre noch viel zu sagen, natürlich, ich möchte euch auch nicht überlasten. Wir haben jetzt, sagen wir so, die Grundzüge kennengelernt, informiert euch auch, gerne stelle ich auch die Präsentation zur Verfügung, vielleicht können wir sie auch auf die CD mit draufbringen, ansonsten sprecht ihr mich an, ich kann euch auch dem einen oder anderen auch nochmal Material oder Informationen zukommen lassen. Ihr könnt aber auch alles das, was ich jetzt euch gesagt habe, es sind frei zugängliche Informationen, sonst hätte ich sie ja auch nicht. Forscht auch selber nach, aber die Bitte, verliert euch nicht in diesen Dingen. Nehmt es an, es gibt das Ganze, aber wir wollen einen ganz anderen Weg gehen. Unser Weg führt da mitten hindurch. Wir sind Pilger, so sagt es uns das Wort, so wie Abraham auch. Wir sind die Pilger, die hindurchlaufen durch diese Endzeit. Und wenn wir auf dem schmalen Weg bleiben, so wie wir es auch gestern und die Tage über gehört haben, dann wird auch Gott uns an das Ziel bringen.